Er ist 19 Jahre alt. Sein Traum? Profi in der Bundesliga. Ein Ziel, das erst wenige Fußballer aus Israel geschafft haben. Klar, natürlich habe ich das Traum, Profi zu werden. Natürlich zum ersten Mal will ich hier in Hoffenheim Profi werden. Und ja, da wollen wir hin. Der Beruf des Vaters hat Eli nach Deutschland gebracht. Er kickt bei einem kleinen Sinsheimer Verein und die Nachwuchsakademie der TSG Hoffenheim entdeckt dort sein Talent. Ich habe auch in Israel Fußball gespielt, im Topverein, in Maccabi Haifa. Bin mit meinem Vater hier umgezogen nach Deutschland, nach Sinsheim. Und dann kam Hoffenheim, hat er ihr Angebot gemacht. Mittlerweile ist er Stammspieler in der U19 der TSG Hoffenheim und hat diese Woche Real Madrid in der Youth League, der Champions League für Nachwuchsteams, geschlagen. Ich lerne. Ich spiele Fußball für das Jugendteam der TSG Hoffenheim. Ich habe Freunde. Ich spiele Fußball. Ich lerne wieder ein bisschen. Ich spiele Fußball und Fußball. Und wenn ich Freizeit habe, spiele ich. Okay, ihr versteht mich. Zunächst drehte sich also alles nur um Fußball. Aber Michael Heitz, sein Geschichtslehrer, motiviert ihn, sich mit dem Schicksal der Hoffenheimer Juden im Dritten Reich auseinanderzusetzen. Was bedeutet das für dich? Du bist jetzt der einzige Jude hier mit deinem Vater, hier in Sinsheim in Hoffenheim. Es bedeutet mir sehr viel. Durch, dass ich da bin, können wir halt zeigen, dass die Nazis ja ziemlich erwischt haben. Eli engagiert sich. Er wird Teil eines Filmprojekts von Zentropa, einem Verein zur Dokumentation jüdischen Lebens in Europa. Was mit den Juden aus Hoffenheim geschah, schrecklich. Das kann man nicht verstehen, aber man kann daran erinnern. Zachor, erinnere dich. Eli wird einer der Darsteller und die Erzählstimme des Films. Zum ersten Mal wählt Zentropa damit keinen Schauspieler als Sprecher. Das Schicksal der Hoffenheimer Brüder Manfred und Heinz Meyer bewegt Eli. Die jüdischen Kinder durften nun nicht mehr ihre Schule in Hoffenheim besuchen. So standen Heinz und Manfred jeden Morgen vor 5 Uhr auf, liefen zum Bahnhof und nahmen den Zug nach Heidelberg. Die Familie der Brüder wird in ein Internierungslager nach Frankreich deportiert. Es war ein schrecklicher Ort. Die Zustände waren elend. Die Familie Meyer durchlitt einen grausigen Winter. Es gab keine Schule, man schlief auf Beton und es gab kaum etwas zu essen. Um die eigenen Kinder zu retten, geben die Eltern Manfred und Heinz in ein Kinderheim. Das letzte Lebenszeichen der Mutter, ein Brief. Meine lieben Kinder, will euch schnell vor der Abreise einige Zeilen schreiben. Bleibt brav und gesund, eure euch liebende Mutter. Die Kinder versteckt und gerettet. Die Eltern von den Nazis ermordet in Auschwitz. Die Sowjets befreiten am 27. Januar 1945 die Gefangenen von Auschwitz. Aber die Mars war nicht unter ihnen. Die Stelle hat mich auch sehr berührt. Man stellt sich vor, als wäre das seine Mutter. Man stellt sich vor, als wäre der in dieser Situation. Und das ist einfach unfassbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen. TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp bewegt dieses Thema. Ihn fasziniert der junge Sportler. Das alles ist auch Teil seiner eigenen Geschichte. Lange bevor die vertrieben wurden, war ja diese Geschichte mit der Zerstörung der Synagoge. Und da hat mein Vater leider eine Rolle spielen müssen. Ich glaube, er hat sich nicht weigern können, das zu übernehmen. Das ist für ihn tragisch gewesen, für die Familie auch, und hat die Synagoge zerstört. Dietmar Hopp verdrängt nicht. Erinnern, das ist auch sein Anliegen. Das gibt tiefe Einblicke, welches Unrecht da geschehen ist in unserem sogenannten Dritten Reich. Die beiden Brüder überleben den Holocaust. Im Zuge des Filmprojekts besucht Eli Manfred sogar in Israel. Ich habe mehr gelernt, mehr erfahren, als was er alles erlebt hatte. Wir haben viele Momente gehabt, wo wir zusammen gelacht haben. Da habe ich auch ein gutes Gefühl gehabt, dass er schon weiter ist. Eli Elmkies, ein Jude in Hoffenheim. Auch durch seinen Film sind die beiden Brüder hier nicht in Vergessenheit geraten.
Das ist wichtig, uns daran zu erinnern, dass es nie wieder passieren soll. Dass wir Menschen einfach umarmen, dass wir Liebe zeigen, dass wir tolerant sind. Der Fußballer erlebt eine ganz andere Jugend als seine Filmfiguren. In einem anderen Deutschland. Erst recht als Fußballtalent. Körpersprache und Mimik und so ist gut. Du stehst sehr gerade da. Du strahlst schon viel Selbstvertrauen aus. Beim Fußball, man will immer vorankommen. Man vergisst es manchmal einfach so dankbar zu sein, wo man steht. Vor 4 Jahren war ich in Israel und unser großer Traum war, in Europa zu spielen. Und jetzt, ich bin hier in Hoffenheim und ich will noch mehr vorankommen. Und eigentlich vergesse ich auch manchmal zu sagen Danke. Danke, dass ich die Chance habe, hier zu spielen. Mittlerweile spielt Eli in der U20-Nationalmannschaft für Israel. Auch durch die Förderung in Hoffenheim. Eine Spitze kippt raus, kommt hin ins Zentrum auf dich. Dann wieder Tiefensicherung von dir. Der Fußballtraum eines jüdischen Jungen erlebt. Eli ist sicherlich ein sehr intelligenter Junge, der sehr ehrgeizig und zielstrebig ist. Und von daher trauen wir ihm das zu. Und das wäre natürlich eine super Geschichte. Die Geschichte des Eli Elmkis. Zwischen Spitzenfußball und Geschichtsbewusstsein. Bemerkenswert. Es war reiner Zufall, dass der Eli in Hoffenheim aufgetaucht ist. Und ich freue mich, dass er auch ein sehr guter Spieler ist. Und mit 19 engagiert er sich zu einem Thema, das ein schwieriges Thema ist. Und seit ich ihn gesehen habe, bin ich sehr beeindruckt von ihm. Eli Elmkis, ein junger Sportler, der gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Und der es vielleicht bald in die Bundesliga schafft.